Ja, hallo zusammen. Wir hatten ja im vorangegangenen Video uns die sogenannten Grenzwerte angeguckt von Funktionen. Da hatten wir uns die Definition angesehen. Und jetzt müssen wir uns überlegen, was passiert denn, wenn eine Funktion an einer bestimmten Stelle keinen Grenzwert hat? Und kann man da zumindest die sogenannten einseitigen Grenzwerte von Funktionen definieren? Die brauchen wir vor allen Dingen dann in der Statistik. Da werden wir nämlich oft abschnittsweise definierte Funktionen betrachten müssen. Und das sehen wir uns jetzt mal hier anhand von einem Beispiel an. Wir nehmen mal die abschnittsweise definierte Funktion f von x, die gleich 1 ist, solange das x kleiner als 2 ist, und die gleich 3 ist für alle Werte x größer gleich 2. Der Graph der Funktion, der sieht jetzt so aus, wenn ich das mal zeichne hier. Die x-Achse, da zeichne ich mal die Werte 1, 2, 3 ein und auf die y-Achse auch. Die Werte 1, 2, 3. Und dann sieht die Funktion ja jetzt so aus. Solange das x kleiner als 2 ist, ist der Funktionswert konstant gleich 1. Und für Werte größer als 2, einschließlich 2, ist der Funktionswert konstant gleich 3. Ja, das wäre die abschnittsweise definierte Funktion. Und dann sehen wir an der Stelle 2, haben wir da so eine Sprungstelle. Und da gucken wir uns jetzt mal den Grenzwert an. Was ist der Grenzwert, wenn x sich dem Wert 2 annähert von dieser Funktion f von x? Ja, der Grenzwert war ja jetzt so definiert, egal welche Zahlenfolge wir nehmen, die sich dem Wert 2 annähert, die zugehörigen Funktionswerte müssen sich immer demselben Wert annähern. Und das ist jetzt eben hier nicht mehr der Fall. Wenn ich hier nämlich jetzt eine Zahlenfolge nehme, die sich von links dem Wert 2 annähert, die zugehörigen Funktionswerte sind da immer gleich 1. Das heißt also, da nähern sich dann die zugehörigen Funktionswerte dem Wert 1 an. Und wenn ich eine Zahlenfolge nehme, die sich von rechts dem Wert 2 annähert, also Zahlen größer 2, die gegen 2 gehen, die zugehörigen Funktionswerte hier, die sind dann immer gleich 3. Also nähern sich dem Wert 3 an. Und jetzt haben wir eine Folge gefunden, wo die zugehörigen Funktionswerte sich dem Wert 1 annähern. Und eine andere Folge, wo die zugehörigen Funktionswerte sich dem Wert 3 annähern. Und deswegen wissen wir jetzt, es ist nicht mehr so, dass egal welche Folge ich nehme, die Funktionswerte sich immer demselben Wert annähern. Und deswegen können wir jetzt sagen, dieser Grenzwert existiert nicht. Ja, was wir aber machen können, wir können die sogenannten einseitigen Grenzwerte uns angucken. Und zwar einmal für den Fall, dass ich Folgen nehme, wo die einzelnen Folgeglieder immer kleiner als 2 sind. Also was ist mit dem Grenzwert, wenn x gegen 2 geht und x aber immer kleiner als 2 ist von f von x? Und das können wir auch ein bisschen abgekürzt so hinschreiben. X geht gegen 2, aber von unten. Deswegen male ich da so einen Pfeil nach oben hin. Also x nähert sich dem Wert 2 an, allerdings mit Werten, die kleiner als 2 sind. Deswegen diesen Pfeil so nach oben. Der linksseitige Grenzwert, nennen wir das dann nachher, der ist jetzt hier in unserem Beispiel gleich 1. Denn egal welche Zahlenfolge wir nehmen, die sich von links dem Wert 2 annähert, ich habe da ja jetzt nur eine gezeichnet, aber da könnten wir auch andere hinzeichnen, die zugehörigen Funktionswerte nähern sich immer dem Wert 1 an. Das nennen wir dann den linksseitigen Grenzwert. Und wenn wir uns von rechts dem Wert 2 annähern, haben wir dann entsprechend den rechtsseitigen Grenzwert. Also wenn wir jetzt eine Zahlenfolge nehmen, die sich dem Wert 2 annähert und wo das x aber größer als 2 ist, also den Grenzwert x geht gegen 2, aber von oben, deswegen malen wir da jetzt so einen Pfeil nach unten hin, von dieser Funktion f von x, der ist gleich 3 und das wäre dann der sogenannte rechtsseitige Grenzwert. Also auch wenn es den Grenzwert insgesamt nicht gibt, kann es dann wenigstens den linksseitigen und den rechtsseitigen Grenzwert geben und den werden wir dann in der Statistik manchmal verwenden müssen. Bis bald!